Ja, begrüße euch Freunde. Heute will ich einmal mein kleines Stativtischchen vorstellen. Habt ihr schon ein paar Mal gesehen in meinen Videos. Heute will ich einmal das näher zeigen, was ich da dazu verwendet habe, wie man das baut. Fangen wir mal ganz einfach an. Und zwar, das Ganze besteht aus einem Sperrholzbrettchen. Die kriegt ihr in jedem Baumarkt. Ihr kennt euch das auch von Amazon, gibt es verschiedene Größen. Ihr kennt ja das von meinem Tischerl, ich verwende nur diese Sperrholzplatten und zwar habe ich die in 4 mm stark Stärke. Das ist vom Gewicht her angenehm, ihr könnt es natürlich 5 auch nehmen. Ich habe gemerkt, wenn das vielleicht ein bisschen größer ist, das Tischerl war 5 vielleicht ein bisschen angenehmer vom Bieren her, ist ein bisschen stabiler. Ja, das andere, wisst ihr, was ich da alles verwendet habe, das ist ja schon komplett umgebaut. Aber in diesem Tischerl bin ich mal hergegangen und habe ganz einfach ein Stativgewinde benutzt. Ja, das sind solche Einsätze. Die kann man kaufen mit 4-5 Stiegeln, die kosten ein paar Euro. Den Link schreibe ich euch unten rein. Und zwar sind das auch, die haben außen 3/8 Gewind und innen 1/4, also passend für jedes Stativgewinde. Dann bin ich hergegangen, haben wir die Mitten ausgemessen von eurem Brettl. Ich habe Buche noch dazu, das ist auch ein schönes, habe es auch natürlich noch einlassen mit Leinenöl und nittelt euch dann die Mitten aus, wie das geht, wird sehr jeder wissen. Hat es ein Lineal oder quer, eins oder quer und dort, wo sich der Schnittpunkt trifft, ist die Mitten. Es könnt ihr es aber auch ausmessen. Von oben und links, rechts ist dasselbe in grün. Dann bin ich hergekommen und habe geschaut, mit der Schublehre, das hat innen, also ohne Gewind, hat das 7,5. Ich bin hergegangen und einen 7,5 Bohrer genommen, habe da ein Loch reingebohrt und habe mich dann ein bisschen dezent mit einer Rundfeuer gespült, so lang, bis das Gewind da richtig schön anbeißt und habe es dann quasi eine Draht. Das hat zwar Schlitz, da kann man es mit einem Schraubenzieher oder mit einem Geldstickel kann man das nehmen und eine Draht. Die ganzen, die sind so wie 7 mm oder 8 mm lang. Ich bin dann halt noch hergegangen und habe es unten noch hochgeschliffen, also abgefeuert quasi. Wenn ihr ein 5er Brettl habt und das lasst das oben ein bisschen rausstehen, braucht es wahrscheinlich nicht einmal was anschleifen. Falls euch das nicht stört, dass das in der Mitte im Teil steht, wurscht. Und dann habt ihr Brettl in einer Größe, wie es halt für euch gut ist. Und dann nehmt ihr ganz einfach ein Tischstativ. Könnt ihr natürlich auch auf jedes große, ist eh klar. Aber habe ich eh schon mal gesagt, mit so einem Tisch, mit einem großen Stativ, aber klar, da hängen ja meistens die Kameras drauf. Und so ein Tischstativ baut mir da leichter noch mit rein und hat es dabei. Und wie gesagt, ich verwende da jetzt zum Beispiel dieses Manfrotto. Das hat da so einen Kugelkopf um. Ich blende euch da jetzt einmal ein Bild davon ein. Das ist nicht so teuer, ich weiß jetzt nicht auswendig, 20 Euro oder was. Ist in dem Sinn super, weil man es eigentlich super in die Waage stellen kann. Jetzt könnt ihr das auch irgendwo auf einem Baum hinstellen, wo es ein bisschen schräg steht und dann stellt ihr euch das schön waagerecht hin. Ich mache das immer mittels der Wasserwaage im Smartphone, was man dabei hat. Hat eh jeder eingesteckt. Muss ja auch nicht so hundertprozentig gerade stehen, aber ja, ist halt so. Heißt aber nicht, dass das jetzt unbedingt dieses Manfrotto sein muss. Also, pff, natürlich nicht. Ich habe da noch so New York 15 Chobi Gorilla, das habe ich mal gekauft für mein iPad, verwende ich aber selten. Da ist auch einfach nur ein Gewind um, passt natürlich da auch genau drauf und könnte man auch mit D4s natürlich irgendwie schön hinstellen, dass das gerade ist. Ist natürlich auch logisch, kann auch jeder machen wie er will, da habt ihr vielleicht schon auch ein Stativ, der Hammer, die Stativ. Solltet halt ein bisschen was aushalten auch von der Größe, dass man es wirklich schön auseinanderziehen kann, dass das einen schönen Halt hat. Wenn nicht, wenn das jetzt da, ich sag einmal,
Wenn das jetzt natürlich einen Stand hat, was kleines ist wie das Bredel, dann ist das natürlich kippelig, das wird es nicht bringen. Aber das wisst ihr jetzt selber am besten, muss ich euch nicht erzählen. Ihr seid ja keine Doofmänner. Ja, und in dem Sinn haben wir eigentlich immer ein super kleines Tischl dabei, wo man was anstellen kann. Was halt nicht unbedingt am Boden stehen muss, dass die Viecher laufen können. Oder auf einem Baumstamm, wenn man wo ist, oder so ein Baum, wo ich meistens drauf sitze. Das könnt ihr euch wirklich schön ausrichten. Und ja, diese Einsatzkosten, wie gesagt, ein paar, ich glaube 2, 3 Euro, 5 Stückchen, kosten nicht die Welt. Tischstativ, wenn ihr es daheim habt, könnt ihr es gleich verwenden. Und wie gesagt, für so kleine reicht ein Vierer vollkommen. Also da, das hält ohne Ende. Das ist normal hell. Da mir das aber dünkler besser gefällt, habe ich es natürlich einlassen mit einem Leinenöl. Schaut auch schöner aus, das könnt ihr es auch dann einmal, mit Glanzlack lackieren. Dann hält die Oberfläche noch einmal besser. Ja, aber ich muss sagen, ich bin mit dem wirklich sehr zufrieden. Habe das auch jetzt immer mit. Und wie gesagt, ob das jetzt ein Manfrotto ist oder irgendein anderes, ist eigentlich wurscht, aber es ist halt mit dem Manfrotto einfacher zum Ausrichten. Ja, Freunde, das soll es auch schon wieder gewesen sein. Falls noch irgendwelche Fragen dazu sind, ab in die Kommentare und natürlich, wer es nachbauen will, für das zeige ich es ja. Ne? Gut, dann kann ich nur mehr sagen, danke fürs Zuschauen, wünsche euch noch einen schönen Tag und man sieht sich. Ciao.